Das Mia? Mialein? Wir können mit ihr sprechen. Wir haben so selten die Gelegenheit, sie zu sehen. Und ich kann hier nicht in die Hocke gehen. Okay, sprechen wir noch mit Mia. What price? What did we? What did I do? Tell me, please. Eine Zeitung. Speed more important than quality. Drug from Omicron Array. Geschwindigkeit. Ja, wir lesen die Übersetzung. Tempo wichtiger als Qualität. Medikament von Omolocord bereits erhältlich. Es ist kaum ein Jahr her, seit das brasilianische Pharmaunternehmen mit seiner Arbeit an einem neuen und revolutionären Medikament begonnen hat. Und trotzdem wird das besagte Arzneimittel bereits Patienten verabreicht. Die Medizinexperten der Welt sind über diesen Bruch mit gängigen Verfahrensweisen empört und gleichzeitig um die Sicherheit der Patienten besorgt. Am Dienstag hat die WHA... World Health Alliance vielleicht? Die Handlungsweise von Omolocorp offiziell verurteilt, denn das Unternehmen hatte zuvor in rekordverdächtigem Tempo ein neues Medikament auf den Markt eingeführt. Laut einem Sprecher der WHA ist es unmöglich, in so einer kurzen Zeit alle nötigen Tests durchzuführen und sich an die internationalen Richtlinien für neue Medikamente zu halten. Unterdessen ist der Präsident von Brasilien dem Unternehmen zur Seite gesprungen und hat bestätigt, dass das Medikament vom zuständigen Amt zum Verkauf freigegeben wurde. Außerdem fügte er hinzu, dass Schwerkranke nicht viele Jahre auf eine effektive Behandlung warten könnten. Karl Kwiatek, der CEO von Omolocorp, ließ verlauten, dass das Medikament geprüft worden und sicher sei. Außerdem soll es außergewöhnlich effektiv gegen Krebs sein. Angeblich führt das Medikament zu einer vollständigen und raschen Erholung und verhindert gleichzeitig, dass Rückfälle und Metastasen entstehen. Deshalb wurde die vermeintlich überstürzte Markteinführung auch von Organisationen auf der ganzen Welt unterstützt. Der Weg von der Entwicklung zum Patienten. Die Entwicklung eines Medikaments beginnt damit, dass nach neuen Wegen zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung oder eines Symptoms gesucht wird. In der ersten Phase werden Hunderte oder gar Tausende von chemischen Stoffen und Verbindungen auf ihr Heil- und Vorsorgepotenzial untersucht. Danach werden aus diesen Substanzen die vielversprechendsten ausgewählt. Mit ihnen werden vorklinische Tests an lebendem Gewebe oder Bakterien durchgeführt, die etwa 5 Jahre in Anspruch nehmen. Erst in der nächsten Phase werden die sorgfältig ausgewählten Substanzen Menschen in einer Reihe von streng regulierten klinischen Tests verabreicht, die bis zu 6 Jahre dauern. Erst dann kann ein Pharmaunternehmen einen Antrag auf die Registrierung des Medikaments stellen. Dieser wird wiederum etwa 1,5 Jahre lang von der zuständigen Behörde geprüft. Sobald der Antrag bewilligt wurde, beginnt die Herstellung des Medikaments, bevor es dann eingeführt wird. Doch damit ist es noch nicht getan. Jedes offiziell verfügbare Medikament wird ständig und streng kontrolliert. Scheinbar nicht unser Medikament, das ging ein bisschen schneller. Und ich fürchte tatsächlich, es gab diese Seuche und ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass wir für diese Seuche verantwortlich sind. Grüne Neuigkeiten. Unbekannter Virus wurde in Brasilien entdeckt. Ich ahne Schreckliches. Unbekanntes Virus in Brasilien aufgetaucht. Vor einer Woche haben brasilianische Krankenhäuser Fälle eines bislang nicht identifizierten Virus gemeldet. Bisher gab es ein Dutzend bekannte Fälle. Aus Sicherheitsgründen wurden die Patienten isoliert. Die meisten von ihnen befinden sich im Koma und die Ärzte stufen ihren Zustand als ernst ein. Tests sollen das Virus und seine Mutationen identifizieren. Aktuell werden die Symptome der Patienten behandelt, damit sie sich besser fühlen. Die Behörden fordern Bürger, die verdächtige Symptome feststellen oder mit erkrankten Personen in Kontakt waren, dazu auf, sich im nächsten Krankenhaus untersuchen zu lassen. 2 der ersten Symptome einer Ansteckung sind hohes Fieber und blasse, blaue Läsionen unter der Haut. Weiterhin versichern die Behörden, dass die Situation unter Kontrolle ist und kein Risiko eines Ausbruchs besteht. Und das war eine Lüge. More infected with new virus, mehr Infizierte mit dem neuen Virus in Brasilien.
Weitere Infektionen mit neuem Virus in Brasilien. Die Situation in brasilianischen Krankenhäusern verschlimmert sich. In Verbindung mit einem unbekannten Virus sind mehrere Dutzend Menschen gestorben und die Zahl der Infizierten wächst. Die Krankenhäuser schaffen es kaum, der Flut an Patienten Herr zu werden. Ursprünglich wurden die Erkrankten isoliert untergebracht, doch es gibt nicht genug Isolierstationen für alle Betroffenen. Ganze Stationen und sogar Krankenhausflügel werden zu Quarantänezonen umfunktioniert. Unglücklicherweise könnten die Bemühungen des medizinischen Fachpersonals nicht ausreichen, um einen Krankheitsausbruch zu verhindern. Viele Leute halten sich selbst in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium noch zu Hause, in den Straßen oder an öffentlichen Orten auf und verbreiten den Virus so noch weiter. Am schlimmsten ist die Lage in den ärmsten Vierteln und Favelas. Die schlechte sanitäre und gesundheitliche Versorgung sorgt zusammen mit der misstrauischen Einstellung der Bürger gegenüber den Behörden dafür, dass der Virus in diesen Gebieten noch schwerer unter Kontrolle zu halten ist. Der Gesundheitsminister hat der Öffentlichkeit versichert, dass mehrere Forschungsteams unabhängig voneinander an der Identifizierung des Virus arbeiten. Gleichzeitig wurde eine Sondereinheit einberufen, die Ursprung und Ursache des Ausbruchs bestimmen soll. Der Präsident von Brasilien behauptet, die Situation sei unter Kontrolle. Gleichzeitig bittet er die Bürger darum, sich an strikte Sicherheitsmaßnahmen zu halten und öffentliche Orte bestmöglich zu meiden. Verschiedene große Events wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt und Kindergärten und Schulen werden immer schlechter besucht. Trotz der Beruhigungsversuche durch die Behörden steht Brasilien am Rand des Chaos. Wir haben davon gehört, das war der Grund, aus dem Isabella, Alvarez, aus denen die in den Dschungel gezogen sind und versucht haben, die Indios das Heilmittel zu finden. Und ich wette, es hängt direkt mit dem Heilmittel gegen alle Krankheiten zusammen. Wir sind dafür verantwortlich. Jake ist dafür verantwortlich. Da kommt der Gerät außer Kontrolle. Ausbruch unbekannter Krankheit gerät außer Kontrolle. Es ist noch nicht lange her, dass Brasilien auf dem Weg zur größten Supermacht der Welt war. Doch nun steht das Land am Rande des Zusammenbruchs. Eine mysteriöse Krankheit hat bereits 20 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die medizinischen Vorräte des Landes gehen zur Neige und die Regierung hat die Kontrolle verloren. Wenn sich der Ausbruch über die Grenzen hinaus ausweitet, könnte diese Krise den gesamten Kontinent verschlingen. Aufgrund der tragischen Situation in Brasilien haben Nachbarländer Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger vor einer Ansteckung zu schützen. Die Grenzen werden durch zusätzliche Einsatzkräfte kontrolliert und offizielle Übergänge wurden abgeriegelt. Ausreißer, die das Land auf illegalem Weg verlassen wollen, werden festgenommen und zurückgeschickt. Auch der Rest der Welt hat Auflagen erhoben. So verkehren von den meisten Flughäfen keine Flüge mehr nach Brasilien. Auf einer Sonderkonferenz, die durch Vertreter der WHA von der ganzen Welt einberufen wurde, wird darüber diskutiert, wie eine weitere Verbreitung des Virus verhindert werden kann. Einer der ersten Vorschläge beinhaltet verstärkte Sicherheitsmaßnahmen am Isthmus von Panama. Geografisch gesehen handelt es sich hierbei um den am ehesten geeigneten Ort, um den Ausbruch zu stoppen, denn die Epidemie hat Kolumbien bereits erreicht. Zu den anderen Vorhaben gehören die Errichtung von Stacheldrahtzäunen oder gar einer Mauer, die von Küste zu Küste reicht. Auch über den Einsatz von umfangreichen militärischen Streitkräften wird beraten. Die Hilflosigkeit der WHA im Angesicht dieser Krise ist offensichtlich. Alle bisher besprochenen Lösungen zielen hauptsächlich darauf ab, bisher nicht betroffene Länder vor der Krankheit zu schützen. Niemand konnte eine Methode zur effektiven Behandlung des Virus oder zur Eindämmung der verwüsteten Gebiete vorbringen. Der erste Tag der Konferenz hat zu enttäuschenden Ergebnissen geführt, die der Welt kaum ein Gefühl von Sicherheit geben. They all believed this was the only solution. Shutting down airports, seaports, and now this? They are isolating the entire continent. Und wir sind schuld. Ein flauschiges Hallöchen übrigens in der neuen Folge.
Ich wollte eigentlich die ganzen Texte in einer lesen, aber das hat jetzt leider ein bisschen zu lange gedauert, deswegen werde ich das schneiden müssen. Brasilien hat im Eiltempo ein Heilmittel gegen alle Krankheiten entwickelt und damit, wie es scheint, eine unheilbare Seuche ins Leben gerufen. Und alles, was die restliche Welt machen kann, ist sich überlegen, wie man es eindämmt. Keine Ausreisen mehr, die Leute im eigenen Land, also in Brasilien, vielleicht in ganz Südamerika irgendwann eindämmen, einschränken, da halten und warten, bis sie gestorben sind. Und falls sie fliehen, wir wissen, was umfangreiche militärische Maßnahmen bedeutet. Das heißt Bomben, das ist Mord. Das heißt jeden töten, egal ob tatsächlich krank oder nicht, einfach nur, um zu verhindern, dass die Krankheit sich ausbreitet. Was natürlich moralisch schwierig ist. Eine Mauer soll errichtet werden. Was? Was? Oh Gott. Das war nicht echt, oder? Das war genauso unecht wie alles andere in unserer Vision. Ich lebe noch und das sieht immer noch aus, als wäre es nicht echt, oder? Wir sind immer noch in einer Vision, glaube ich. Hoffe ich. Ja, wo sollte sonst das Licht herkommen? Es gibt hier keine Lichtquelle, oder? Nein, es gibt hier keine Lichtquelle. Sind das... Das sind Gräber. Oh Gott, das sind Gräber. Das sind Gräber. Wir sind... Und wie viele das sind. Noch bekommt jeder sein eigenes Grab. Aber ich zweifle nicht daran, dass das irgendwann aufhören wird. So viele Leichen. Das ist hier einfach mit dem Bagger ausgehoben. Hergeschickert. Hier werden sie schon nicht mehr vor. Da vorne alles noch, jeder in ein Grab. Und hier werden sie einfach schon liegen gelassen. Jake Higgins, Assassino. Jake Higgins, Mörder. Seine Entdeckung hätte die Welt retten sollen. Stattdessen haben sie 150 Millionen. Seine Entdeckungen hätten die Welt retten sollen. Stattdessen haben sie 150 Millionen Todesopfer gefordert. Das konnten wir nicht wissen. Aber wir hätten uns dagegen aussprechen müssen. Wir hätten sagen müssen, dass es Wahnsinn ist, so schnell ein Medikament auf den Markt zu bringen. Aber das Problem war, wir wollten Mia sehr wahrscheinlich retten. Wir haben... Wir wollten Mia retten. Oh Gott. Das sind alles. Leichen. Finde einen Weg, ein Heilmittel herzustellen. Wurfhakenpistole, die brauchen wir. Look like you're gonna need this. Ich weiß, wo wir sind. Wir müssen noch mal zu unserer Insel zurück. Manager
immobilized leg, but there is no exit. The walls are covered in paintings. So someone must have been here before me. But how the fuck did they come in? There's nothing here. Not even the tiniest crack. It's all because of that asshole, Higgins. I told you we don't fucking need him here. Higgins! You piece of shit! Pick up that fucking call! You and that cunt of yours are just a bunch of fucking frauds! I knew you couldn't be trusted! I hope you die, scumbag! It's because of you! All of it! No, no, no! I'll fuck you up myself when I get out of here! Ich fürchte, das kannst du nicht mehr tun, Alvarez. Das ist dein Skelett. Oh Mann. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind genau hier bei diesem Stein. Was steht in unserem Tagebuch? Das Boot, die Brücke, der erste Stein, die Anaconda, die wir auch in unserer Vision gesehen haben. Das ganze Außenrum, woher stammt sie? Die Karte bei diesem C-Note auf. Aber ich muss es riskieren und tauchen. Ich muss sie finden. Noch ein zeremonieller Ort. Mia hat mich noch immer nicht kontaktiert. Ich muss es riskieren. Ich muss mich erinnern. Ich muss hier noch einen Ayahuasca trinken. Jetzt weiß ich, wo unser Zelt steht. Sie haben es auf der Karte aus der Karte auf dem Lager markiert. Woher wussten Sie von uns? Haben wir zusammengearbeitet? Mia, ich bin auf dem Weg zu dir. Bin ich... Die ganzen Leute... Mia, ich habe dich schon einmal geheilt. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Ich finde einen Weg. Ich muss... Wo bist du hin? Was war das für eine Expedition? Ist die ganze Ausrüstung vom Flughafen dort gelandet? Versuchen Sie, ein Heilmittel zu finden? Wo sind alle? Ist dieses Lager der Omolo aus meiner... ist dieses Lager der Omolo aus meinen Visionen? Sie wollten mit dieser Maschine Medizin entwickeln. Die richtige Zutat muss gefunden werden. Habe ich Ihnen geholfen? Alle sind ohne das Mittel geflohen. Aber warum? Was ist Ihnen entgangen? Ich weiß, dass ich jetzt erstmal speichern möchte. Wir sind gerade hier. Das heißt, ich muss eigentlich nur nach Süden. Wir gehen zuerst mal darüber und ich hoffe, dass das gut geht. Packe ich mir ein. Packe ich mir auch ein. Ich glaube, ich habe da vorne übrigens was gehört. Wir müssen auf jeden Fall zu unserem Lager zurück. Was haben wir nur getan? Ganz ehrlich, was haben wir angerichtet? Was haben wir angerichtet? Mia war krank und wir wollten sie natürlich heilen. Ich meine, wer hätte seine Frau nicht heilen wollen? Seien wir ehrlich, jeder in der Situation hätte sehr wahrscheinlich versucht, sie zu retten. Und hätte alles getan, um ein Heilmittel zu finden, aber... Aber die Gier von einem Unternehmen, letztlich von einem ganzen Land... Denn der Präsident und alle standen ja dahinter aus Brasilien, was man auch in gewisser Weise verstehen kann. Aber die Gier eines ganzen Landes hat letztlich zu einem, unser Feuer ist aus, hat letztlich zu einem unglaublichen Ausbruch einer furchtbaren Krankheit geführt. Und wir können absolut nicht sagen, ob wir ein Heilmittel finden können oder nicht. Das können wir unmöglich wissen. Es kann sein, dass wir eins finden, es kann sein, dass wir keins finden. So. Oh, ich habe versehentlich schmutziges Wasser getrunken. Egal. Ich werde jetzt erstmal speichern gehen. Hier wollte ich ja sowieso nochmal hin und ich glaube, wir müssten auch hier nochmal her. Mal hier bitte.
Immer noch nichts zu lesen. Wir haben irgendetwas übersehen. Irgendetwas. Ich sollte eigentlich hier schlafen. Hier ist ein Schlafsack. Das wäre rein vom Ding her auch logischer. Was? Wir haben das alles schon gelesen. Mich würde jetzt interessieren, ist da hinten immer noch einer? Der singt und fröhlich ist. Wir müssen bestimmt da hinten hoch. Was haben wir übersehen? Was? Wie gesagt, meine Vermutung war, dass das Heilmittel mit den Indios zusammenhängt. Deswegen haben wir diesen armen Schädelkrieger getötet. Okay, das ist, glaube ich, einfach nur unser Müll. Ich hatte kurz einen Moment wirklich Angst, dass wir hier so einen kleinen Massenfriedhof hätten. Aber das scheint es nicht zu sein. Es kann übrigens gut sein, dass hier in der Nähe letztes Mal... Da ist eine Schildkröte, aber die lasse ich jetzt in Ruhe. Oh Gott. Das ist gerade echt viel zu verarbeiten. Ich meine, wir wussten schon von der Seuche und von der Krankheit und irgendwie so im Hinterkopf vermutet man ja, dass es was mit Jake zu tun hat, dass er das vielleicht eingeschleppt hat sozusagen. Ich gehe nochmal in das andere Zelt, nur so... Nur so, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir hier tatsächlich vielleicht nichts übersehen haben. Ah, den Stock nehmen wir auch noch mit. Oder auch nicht, weil ich dann total überladen bin. Ja, das kann ich jetzt eigentlich mal hier sammeln. Dann müsste es auch leichter sein, denn eigentlich können die Maden nicht so viel, ich wollte es gerade sagen, nicht so viel wiegen wie unser Fleisch. Und wir haben wieder lecker Maden. Ich gehe da nochmal rein, in der Hoffnung, dass wir irgendeinen Hinweis finden. Auf irgendetwas. Jetzt noch gerade die Nuss runter. Die Nuss wollte ich eigentlich, danke. Und die andere Nuss auch gerne, dankeschön. Eigentlich sollten wir auch Lianen einpacken. Was zum Geier? Ich meine, können wir... Ist das unsere Aufgabe, die wir jetzt noch haben? Und kann Mia überhaupt noch am Leben sein? Ich muss gleich Fleisch grillen. Okay, das Ara-Fleisch haben wir mitgenommen, die Feder nicht mehr. Mehr Müllsäcke. Wir werden nochmal ein... Ich trinke nochmal was. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal ein... Ach ja, was ist noch mehr drin? Nochmal ein Feuerchen machen müssen. Das stellen wir jetzt einfach hier hin. Das passt dann schon. Ein Feuerchen bitte hier hin. Kleine Stückchen fehlen. Das ist so... Das ist so surreal, ehrlich. Wir gehen gleich nochmal in das andere... In das andere Zelt. Ich will wissen, ob da jetzt irgendwas ist, was wir vorher vielleicht quasi übersehen haben, weil wir es noch nicht finden sollten vielleicht. Weil wir es erst nach unserer Vision wirklich wahrnehmen. Warte, da... Und dann würde ich... Keine Sorge, Maus. Wenn du noch lebst, dann... Ich brauche, glaube ich, noch zwei Stöcke. Da zerbrechen wir uns einfach ein. Und ich muss auf jeden Fall was gegen die Igel tun. Oh, jetzt fehlt ein Stock. Echt jetzt? Hier war doch einer. Da liegt einer. Sobald das Feuer aufgebaut ist, untersuchen wir mal uns schnell. Und dann würde ich... Ich muss mir auf jeden Fall eine neue Rüstung machen, bevor wir aufbrechen. Hier neue Bananenblätter. Eine neue Bananenblattrüstung machen. Okay, alles weg. Dann würde ich jetzt gerne 14% einmal das benutzen. Wir brauchen auch auf jeden Fall neue Blätter. Trockene. Come on.
Aber zuerst würde ich sagen, grillen wir das Fleisch, das wir hier noch roh dabei haben. Und dann sammeln wir einfach auch die Maus für ein bisschen gebratenes Mäusefleisch. Das ist auch lecker. Und dann gehen wir in das andere Zelt. Und dann gehen wir hierhin zu H. Denn das haben wir, glaube ich, noch nicht. Das muss eingezeichnet sein, da waren wir aber noch nicht. Bei dem Punkt waren wir auch noch nicht. Und es kann gut sein, dass wir letztlich hierhin müssen. Und das habe ich leider verpasst. Das ärgert mich immer noch. Aber das ist mir so nicht ganz bewusst gewesen, dass wir da... Seid ihr schon fertig? Ist er noch nicht ganz fertig? Wow. Das war eine sehr lange Vision, weil wir viel zu lesen hatten. Aber dadurch, dass wir das alles gelesen haben, fand ich jetzt persönlich für mich, kam das erst so wirklich durch, was wir angestellt haben. Was für Auswirkungen es hatte. Ihr müsst euch vorstellen, die Welt hat ja nicht einfach nur... Die Welt hat ja nicht einfach nur ein Heilmittel nicht bekommen. Die Welt hat mit einem gerechnet. Es wurde schon verteilt. Die Leute haben sich Hoffnung gemacht. Die Leute haben sich Hoffnung gemacht, dass sie Rettung finden, dass sie in Zukunft ohne Krankheiten leben können. Und stattdessen bricht eine Seuche aus, die schlimmer ist als alles andere. Und die, jetzt mal ganz blöd gesagt, locker mit jedem Zombie-Virus mithalten kann. Denn wir haben zwar niemanden in einen Zombie verwandelt, Gott sei Dank. Das wäre eine... Ganz ehrlich, das wäre eine Wendung gewesen, die ich nicht hätte haben wollen. Aber wir haben dafür gesorgt, dass 150 Millionen Menschen gestorben sind. Allein diese Zahl, allein dieses Bild, das war ein ganzes Meer aus Leichen. Das war unglaublich. Und ich zweifle keinen Moment daran, dass eine Krankheit, die so ausbricht, die so von Pharmaunternehmen ja fast schon gepusht wird, dass die tatsächlich so zerstörerisch sein könnte. So, wir speichern hier unten. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss und lassen das kurz sacken und lassen uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Die ganze Welt hat den Atem angehalten und hat gedacht, jetzt ist es vielleicht soweit. Ein Heilmittel. Endlich. Keine Krankheiten mehr. Gesundheit für alle. Hoffnung für jeden Todkranken. Und stattdessen hat sie der Tod erwartet. Stattdessen brach eine Seuche aus, die jeden Menschen scheinbar dahinrafft, der sich mit ihr ansteckt. Die schlimmer ist als alles, was wir zu bekämpfen versucht haben. Das ist wirklich heftig. Wir gucken uns hier mal nochmal um, einmal schnell. Habe ich hier irgendwas übersehen? Wir müssen ein Heilmittel finden. Das haben wir gesagt, ein Heilmittel. Habe ich irgendeinen Hinweis? Wir haben die Aufnahmegeräte, wo sich über Higgins beschwert wird. Wir haben noch eine Blutprobe. Wir haben noch ein Aufnahmegerät. Wir haben den Brief, den wir, glaube ich, schon... Genau, den Brief, den wir schon gelesen haben. Wir haben im Prinzip keinen... Oder haben wir einen Hinweis darauf? Ich glaube, wir haben keinen Hinweis darauf. Keinen Hinweis darauf, was wir benutzen sollen. Außer, dass ich eben dachte, vielleicht ist es das Fleisch eines Indios. Nicht so ganz. Aber hey, der hat uns in der Vision erschossen. Das ist Rache, die wir da geübt haben, quasi. Wer weiß, ob wir nicht tatsächlich, als wir hier waren, verletzt wurden. Was natürlich nicht rechtfertigt, dass wir Leute umbringen, aber ihr wisst schon. Irgendwie müssen wir es ja uns zurechtbiegen. Das ist auch nichts. Nichts, 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 gar nichts. Mist. Okay. Wir überlegen uns das nächste Mal, wie wir weitermachen. Wir gehen einmal nach da oben. Wir müssen aber vorher noch unsere Taschen packen, denn diesmal kann es sein, dass wir nicht zurückkommen.
Wenn wir von hier aus nach H gehen, also einfach nur nach Westen. Ja, das ist einfach nur da hinten. Ich hoffe, wir finden da hinten dann die Lösung, was wir brauchen. Das machen wir aber, wie gesagt, erst das nächste Mal. Macht euch jetzt noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Green Hell. Und dann werden wir der Lösung näher kommen. Ich bin jedenfalls erstmal geflasht von dem, was wir heute erfahren haben. Also bis zum nächsten Mal und bye bye.